Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Wir zocken zusammen Synapse und Synapse erscheint am 4. Juli exklusiv für die PSVR 2. Wird 35,99 kosten. Soll ungefähr 10 Spielstunden an Spaß bieten. Also wenn man, bis man komplett durch ist. Man kann es natürlich öfters zocken. Von der Story her, wir sind ein Soldat und müssen in diese Gedankenreihen von einem bösen Colonel, der einen Anschlag plant. Und wir müssen rausfinden, wo, wieso, weshalb, warum. Ich zeige euch das Tutorial jetzt nicht, weil ich jetzt schon gespielt habe. Ich musste mir das Game natürlich ein bisschen anschauen, um euch auch was zu erklären. Denn es ist schon ein bisschen, am Anfang komplex. Man wird so ein bisschen erschlagen. Wir haben Talentbäume da und da. Zeige ich euch jetzt mal kurz. Und hier müssen wir Sachen erledigen. Und wenn wir die erledigt haben, kriegen wir Punkte dafür. Da unten dieses komische Symbol 3, die werden wir dann kriegen, 3 Punkte, 3 Upgrade-Punkte. Da ein und so weiter und so fort. Diese Upgrade-Punkte können wir dann in diesen Upgrade-Talentbaum investieren. Und ich habe schon ein paar Sachen freigeschaltet. Zum Beispiel kann man am Anfang nicht, also man hat Fähigkeiten, man hat telekinetische Fähigkeiten und man kann Kisten hochheben, Fässer hochheben. Am Anfang kann man aber keine Gegner hochheben. Das habe ich jetzt aber schon freigeschaltet. Und so geht es immer weiter. Man kann immer mehr freischalten und wird immer stärker. Und dadurch wird das Spiel dann auch einfacher und man kommt weiter. Weil am Anfang kommt man nicht weit. Wir haben hier ein Roguelite-Game. Das heißt, wenn wir sterben, sind unsere Sachen weg, die wir uns während des Spiels freigespielt haben. Diese Sachen aber nicht. Also diese bleiben. Und diese Sachen, die wir uns im Spiel freischalten während des Laufs, sind dann natürlich wieder weg. Wir machen jetzt einfach mal einen Lauf, schauen mal, wie weit wir kommen. Ich kann euch auch mal ganz kurz die Fähigkeiten mal präsentieren, bevor wir jetzt hier reingehen. Genau, jetzt wird uns hier gesagt, wir haben Zugriff auf Erinnerungen. Das Besondere ist, dass ich nirgendwo hinzeigen muss, um was hochzuheben, denn ich gucke einfach nur mit meinem Auge dahin und man hat dieses Eye-Tracking und diese Kiste kann ich jetzt mit dem Trigger einfach anheben. Und dann mit dem Controller natürlich beeinflussen, könnte damit jetzt Gegner erschlagen. Und das ist echt super mit diesen Augen, Eye-Tracking. Und man kann es aber auch ausschalten. Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Einstellungen, Steuerung. Also hier haben wir die Möglichkeiten, dominante Hand links oder rechts, weil man hat sonst immer die Waffe rechts und die linke Hand benutzt man halt für diese Telekinetik. Und hier können wir noch Sprintsteuerung, was wir da haben wollen, Bewegungstyp, ob man dahin geht, wo man hinschaut, Drehtyp, stufenweise oder sanft, also Snapturn oder nicht. Und dann hier Telekinese, Zielerfassung. Ich finde es super mit diesem Augen Zielerfassung. Vielleicht mögen es aber andere Leute nicht, die können dann hier auf Hand schalten. Also eigentlich relativ easy, ich finde es echt gut. Es ist was Besonderes. Hier sehen wir dann auch, was wir gerade haben. Wir sind hier jetzt erstmal am Relaispunkt und wir müssten bis hier kommen. Ich glaube, ich bin mal gerade bis hier gekommen. Mehr war auch nicht drin. Kann auch sein, dass ich so nicht so ganz topfit in diesem Game bin. So. Ja, am Anfang haben wir eine Pistole. Im Talentbaum können wir uns natürlich auch Sachen freischalten, wie das bessere Waffen auch droppen und so weiter und so fort. Aber da gehen wir gleich mal drauf ein. Durch dieses Portal müssen wir immer gehen. Von der Grafik her, Tutorial ist in bunt, ganz am Anfang, ganz kurz, und dann hat man nur noch dieses Schwarz-Weiß-Bild, diese Erinnerungen. Und ich mag den Look, es ist aber nachher ein bisschen, nicht abwechslungsreich genug. Klar hat man diese bunten Sachen auch dabei, das seht ihr auch gleich bei den Gegnern, aber ansonsten hält sich das natürlich so ein bisschen in Grenzen. Man hat immer die gleichen Gegner. Okay, den habe ich jetzt hier. So, die können wir uns natürlich so packen. So, und das Besondere ist, dass wir diese Fässer, wenn wir den Trigger ganz durchdrücken, dann zum Explodieren bringen. Das zeigt euch gleich, wenn ein bisschen weniger los ist. Da hat man so einen Punkt, man muss ganz zärtlich sein, die festhalten. Wenn man durchdrückt, explodiert es.
So, da kann man auch hier diese Tonnen zu denen bringen und die dann auch zum Explodieren bringen. Die lassen immer Widerstand fallen, diese Blüten, die ihr da seht, die müssen wir aufsammeln und die lassen Magazine auch fallen. Da habe ich einen erwischt, ich dachte, der wäre hier um die Ecke. Hier haben wir einen Hut, da sehen wir die ganzen Sachen, hier haben wir einen Schrein, wo wir mit diesem Widerstand, das ist der Widerstand. Hier, diese 18, damit können wir Sachen Upgrades kaufen. Hab ich ihn erwischt? Ach, guck mal. Also, da kann man natürlich sich überlegen, wie machen wir die alle fertig. Genau, 10 Gegner. Wir haben 23 Widerstand gesammelt. Das ist nicht viel, dafür kriegen wir jetzt nichts. Ich gehe mal an so einen Schrein. Dann pausiert das Spiel auch kurz. Dann können wir jetzt uns hier diese Upgrades nehmen. Und diese hier haben wir nur während des Laufs. Wenn wir sterben, ist es vorbei. Magazine natürlich erhalten, nochmal LP. Und das sind dann immer Sachen, die sehr, sehr kostbar sind, aber auch sehr wichtig ist. Bei unter 50 LP kannst du durch Sammeln von Widerstand regenerieren. Ein cooles Upgrade. So, und das, was ihr gerade gesehen habt. So, wenn ich jetzt hier mit den Grifftaster. Wow. So, komm du mal her. Also Grifftaste können wir uns runter und dann können wir wirklich in Deckung gehen. Na komm. Komm du mal zu mir. Komm du mal zu mir. So, die habe ich mir jetzt gegönnt per Upgrade. Und so kann man sich dann immer wieder Lebensenergie holen. Da müssen wir hin. Das ist ganz wichtig, das ist Widerstand. Die kann man sammeln. So, da haben wir so ein Munitionsding. Da müssen wir einfach noch rüber gehen. Magazin auswerfen ist über Knopfdruck. Und dann können wir die einfach so zum Körper und dann ist die wieder voll. So. Da ist Widerstand, jetzt 36 haben wir und 86. Also diese Bäume sind ganz wichtig, die sollten wir auch immer sammeln. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kriege ich den von hier aus, den, das Fass? Nein, kann ich nicht anvisieren. So, wir können nachher was freischalten, damit wir die auch in der Luft nehmen können und zerdrücken können. So. Schnell die Blüten einsammeln. Oh. So, alle Gegner gekillt. Loneliness and camaraderie. Fates entwined. Und jetzt können wir aber hier noch auf den Hut, seht ihr, Pistole. Da kann man hingehen. Und wir kriegen keinen Fallschaden, also keine Angst. Und jetzt gucken wir mal, wo wir noch eine Waffe auswählen können und diese dann verbessern können. An diesem Schrein geht das. So, jetzt haben wir einmal Telekinese, Einschlagschaden, Sprengschaden ist höher, Upgrade. Oder diese MP, ich nehme jetzt hier erstmal Telekinese, Upgrade. Weil gerade wenn man, also wenn man ganz am Anfang ist, würde ich auf die MP erstmal gehen. Aber ich habe jetzt schon freigeschaltet, dass wir die Gegnertypen auch packen können und dann schleudern können. Und dann hat das Ganze dann halt auch mehr Schaden. Ne? So, können wir uns hier was holen? Wir haben 90. Ne, lohnt sich nicht. Können wir im nächsten Run
Wir gehen jetzt erstmal durch das Portal. Ich mache jetzt auch wirklich nur einen Run, um euch das mal alles so zu zeigen. So, hier haben wir jetzt zwei Upgrades, da müssen wir uns entscheiden, der oder der. Neuroplastizität, Geschosse prallen einmal ab. Und dann haben wir hier der letzte Schuss aus einem Magazin, wird zur Granate. Oh, das ist geil. Also hier gibt es so viele Upgrades, ich habe selber noch nicht alle gesehen. Aber das ist natürlich cool. So, und wir haben ja diese haptischen Trigger und da kann man bis zu einem gewissen Punkt das Fass dann drücken und dann muss man auch vorsichtig sein, weil sonst explodiert das und wir kriegen was ab. So, gehen wir mal. Lebensenergie holen wir uns später. Wo? Wo sind sie? So. Dann holen wir jetzt noch Widerstand. Mal auf 200 den bringen und dann kann man uns eventuell was leisten, was auch wirklich was bringt. Das sind Viecher, die explodieren. Die laufen auf einen zu und die explodieren dann auch. Ja, das machen die. So, wir versuchen mal bis zu den Schrein zu kommen, wo Pistolen sind. Lass uns in Ruhe. Die machen echt gut Schaden. Diese Töne sind fies. Okay, wir müssen eine. Na komm. Wir müssen, glaube ich, hier irgendwo mal runter. Ah, das war schlecht, das war schlecht. Okay. So, 140 haben wir. Ich will eine neue Pistole haben. So. Die hat mehr Schaden. Sollten wir so ein bisschen aufs HUD auch achten. Da. Na komm. Find them and kill them. 161 reicht nicht, um uns das irgendwas Gutes zu holen an den Schrein. Frauds and mercenaries. Was wir aber jetzt machen, das hat jetzt was mit der Story zu tun, gehen wir aber jetzt erstmal nicht drauf ein. Also eigentlich cool, dass hier auch in diesem Rocklight eine schöne Story auch hinterlegt ist, eine kleine. So, wir wollen den Lebensschrein. Das nervt ein bisschen, wenn man einmal durch ist. Ja, geht's nicht mehr. Das ist der Schrein, eine Etage tiefer. Ja. Diese Plattform, die kann man auch dann anvisieren und ja. Ja.
Okay, dann können wir jetzt bis zum Portal gehen. Also ich würde es super finden, wenn es hier bald auch irgendwann dann neue Maps gibt. Das wäre echt cool. Anderer Look. Das würde auch so ein bisschen Abwechslung bringen. So, was haben wir denn hier? Wird ein Gegner getroffen, erleiden Gegner in der Nähe Schaden. Das ist sehr gut. Der letzte Gegner, der aus der Telekinese freikommt, kämpft für dich. Auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht. Aber das ist gut. Komm. Wenn das nochmal kommt mit der Telekinese, nehmen wir das. Aber wenn ich jetzt jemanden anschieße, der erleidet auch Schaden. Ist doch mega, oder? So, das war diese fiese Kreatur. So, da ist noch ein Widerstandsbaum. Da kann man vielleicht was Schönes leisten, ein schönes Upgrade. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich wirklich gut bin oder schlecht bin, aber es macht Spaß. Das ist die Hauptsache eigentlich. So. Wir versuchen jetzt mal zum Upgrade-Schrein zu kommen. The unclean, help me! The unclean, help me! Okay, hier lang. Ah, da, okay. Wir können mal ganz kurz aufpassen. Was haben wir hier? Ja, gut, Lebensenergie. Gegner können eine explosive Kugel hinterlassen. Finde ich gut, wenn wir diese Telekinetik jetzt nicht hätten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich nicht lieber warten soll. Na komm, wir nehmen es. Wir nehmen es. 13 Gegner noch. Der Radius ist so mega. Glück gehabt, dieses Mistvieh. Jetzt. So, da haben wir jetzt noch eventuell eine andere Waffe oder haben wir das schon geholt? Nee. Level 3. Telekinese. Ist doch auch schön. 9 Gegner noch. Ich würde sagen, wir gehen mal. Das sind die Kugeln. Nice. Get me out of here! Vengeance will be ours when you next face us, outsider. Post ECG fluctuation detected. So, man wird auch mal benotet. So, jetzt müssen wir wieder zum Lebensbrunnen gehen und uns mal Energie holen. What is it? Data transmission is stable, operator. Einmal komplett durch. Ja, das nervt ein bisschen. Geh weg. Das ist wie so eine Fliege. Who is that? Increasing host sedation. Who are? Da. You. Also finde ich sehr wichtig, weil wenn man sehr angeschlagen in so einer Runde geht, ist nicht so prickelnd. Es kommt auch nachher noch so ein größerer Gegner. Ich weiß gar nicht, wann der kommt. Aber ich merke vom ersten Spiel an bis jetzt, wie
wie viel besser man wird durch diese ganzen Fähigkeiten. Und das macht das Gute. Das ist das Gute daran. Rückstoß. Geschosse stoßen Gegner zurück. Geschosse peilen das Ziel an. Kritischer Schaden wird erheblich reduziert. Probier ich einfach. Lenkende Kugeln. Was wollen wir denn mehr? Und was ich aktuell noch nicht so benutze, ist wirklich dieses Deckungssystem, dass wir uns hier festhalten und dann immer mal irgendwo hingehen. Man kann auch überall hochklettern. Also das ist auch krass. An fast allem kann man super hochklettern. Schaut mal hier. Gegner ist echt nicht wenig. Da kommt doch wieder was. So, jetzt können wir mal zu den Upgrading gehen. Gucken, was wir mit für 198 noch kriegen. Oder für 200 die Zerstörung der Deckungen. Ah, okay. Dann explodiert das, wenn man eine Deckung zerstört. Müssen wir ein bisschen Widerstand uns sammeln. So, jetzt haben wir. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt holen wir uns das Upgrade. Da ist es doch. So. Wenn wir jede Runde so ein Upgrade kriegen, merkt man schon, okay, langsam wird es besser. Genau, hier ist der Koloss, den wir dann besiegen müssen. Habe ich noch nicht geschafft. Wo ist der Gegner? Das ist ja geil, wie die Kugeln so auf die Gegner wirklich gehen. Ah, jetzt nicht. Gerade hat es richtig gut geklappt. Immer schön sammeln, ja? Das ist ganz schön was los, ey. Knapp. Ich muss ganz kurz gucken, wo ich bin. Komm, komm, komm. So, da ist das jetzt, wo ich immer scheitere. Okay, wir sollten auf jeden Fall Leben uns holen. Ah, das reicht nicht mehr. Okay. Also, den habe ich noch nicht besiegt. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Der hat eine Rüstung. Und die müssen wir abreißen und dann können wir dem Schaden zufügen. Aber wir müssen hier durch, weil da geht's lang. Okay. Oh.
Oh, ich hab nichts mehr. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ja! Oh, ich hab wieder Munition. Boah, erstes Mal, dass ich es geschafft habe. By digging through my mind, you'll stop some catastrophic biological attack. You're being played, kid. Memory synchronization complete. Uploading. Okay. Congratulations, operator. You've penetrated a formative memory. Location of the biological attack discovered. Great work, Agent. Oh, that's fucking up. My team are processing the other data now. Agent Sorensen. I should have known you were behind this treasonous insect running amok through my mind. I found you again, Conrad. And now, I will end you. Conrad, der muss dann glauben. Also ich finde das Spiel echt gut von der Spielmechanik her. Was möglich ist. So, Widerstand holen, Widerstand. Widerstand ist eigentlich zwecklos, aber. So, mal schauen. Wir haben. Oh! Lebensenergie holen wir uns jetzt. Ich bin tot, oder? Ah, ne, gesichert. Boah, das. Weil mit 11 Energiepunkten kommt man nicht so weit. So, jetzt gehen wir aber noch mal zum Waffenschrein auch. Ah, Mist. Eine MP. Ist doch die gleiche, oder? Aber Level höher. Ah, okay. Dann bleiben wir natürlich da, ne? So, Level 3 haben wir jetzt. So, wo kann ich jetzt was ziehen? Da. Na komm. Ach, ich habe meine Belohnung nie eingepackt. Merk ich gerade. Man kann die wirklich greifen, das, was man hier freigeschaltet bekommt. Was immer vor einem so schwebt. Ah, hier ist noch ein Widerstandsbaum, sehr gut. Da haben wir schon was gekauft. Okay, gehen wir mal weiter. So, der führt uns jetzt direkt zum Portal. Schnellsten Weg, denke ich mal. Was sagt ihr zum Game? Ist das was für euch oder sagt ihr, nee, das ist mir zu eintönig? Ich kann mir gut vorstellen, dass nach einer Zeit, wenn man wirklich auch alles freigespielt hat, dass es dann auch eintönig wird, muss man abwarten. Also bisher finde ich es echt genial, ich kann es nur empfehlen. 35,99 ist zwar auch nicht wenig Geld, aber ich denke, man kann hier auch einige Zeit verbringen, seinen Spaß haben und mehr Schaden zu, die Zerstörung, Deckung, also eine heftige Explosion. Ja.
ja, man kann hier auch längere Zeit seinen Spaß haben, dass das Geld dann auch gerechtfertigt ist. Also wenn das jetzt wirklich Vollpreis PlayStation Titel wäre, so 60 bis 70 Euro, würde ich sagen, ah, ist eventuell zu viel. Aber 35,99 finde ich in Ordnung. Arrival at Subconscious in 4 Zones. Okay. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier so ein bisschen Farbe sogar drin. Jetzt haben wir so ein bisschen kleine Abwechslung. So, und wenn man gestorben ist, kann man sich auch mal angucken, was hat man alles freigeschaltet, was kann man wieder upgraden. Das ist natürlich auch nicht so unwichtig. Oh, davon kommen aber jetzt echt verdammt viele, muss ich sagen. Ne, das war's. Also, erste Mal, dass ich das geschafft habe, aber echt verdammt hart. Auch diese Haptik von dem Controllern ist echt genial, finde ich. So. Solid Performance Operator. You're getting so far. Just need you to push more and get to the center of the Colonel's. Jetzt sehen wir, was wir alles freigeschaltet haben. Zerbrechen. Zerbrechen. Da brauchen wir noch was. Okay, das haben wir noch nicht, das haben wir. Ah. Wir haben echt einiges freigeschaltet. Wir haben jetzt 14 Punkte. Mal Soldatkill und so weiter und so fort. Also das kommt dann alles. Jetzt schauen wir mal, was wir für 17 Punkte kriegen. Also Portale bieten 3 Neuro-Hacks zur Auswahl an. Also das ist diese Hacks, die wir da immer sehen, wenn wir eine Runde geschafft haben. Ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich würde erstmal ein bisschen was LP erhöhen. Ach, stirb und entstehe wieder auf, um erneut zu sterben. So, ein bisschen mehr Lebensenergie und dann würde ich sagen, Granaten können nun mit Telekinese ergriffen werden. Ne, das wollten wir ja auch haben. Jetzt haben wir noch 6 Punkte, die wir vergeben können. Gegner hinterlassen mehr Widerstand, auch nicht schlecht. Fortgeschrittene Telekinese-Steuerung. Was auch immer das heißt. Kaufen wir einfach mal. Fortgeschrittene Steuerung zu Telekinese-Objekten. Ist es weg. Drücke Viereck, um aufzuspulen und Dreieck zum Abspulen. Okay, müssen wir uns mal angucken. Auf jeden Fall haben wir einiges freigeschaltet. Gehen wir mal ganz kurz rein. Ich will jetzt aber keinen kompletten Lauf machen. Einfach mal, genau. Ah, guck mal. Ah, das ist doch cool. Das war immer mein Problem, dass man so mit Werfen nicht zum Gegner kommt. Und so kann man das nah und dran holen, wie man will. Mega. War ein guter Lauf, gutes Upgrade. So, schauen wir mal, wenn der erste Gegner kommt. Genau. So. Damit kann man diese Explosionsfässer viel besser steuern. Und auch das gerade. Also damit wird man auf jeden Fall noch stärker.
air is alive! What the? Und tschüss. Outsider, get them! Regrouping! That's impossible! Komm zu mir. Open fire! No! Back up deploying! Peter! Ah, wie ihr seht, also man sieht schon, dass man um einiges besser wird und das dann natürlich auch mehr Spaß macht, umso mächtiger man wird. Und die Gegner werden natürlich immer stärker, wie ihr eben gesehen habt. Ne? Da kamen ja so viele auf mich zu, da muss man schon echt gut aufpassen. So, haben wir uns die noch. Oder auch nicht. Anomaly detected. Purify them. So, wo kommen wir da hin? So. So. Kill me before it's too late. Oh, anomaly. The unclean shall burn. The unclean help me. Ja, Leute, das war das Gameplay von Synapse. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir gefällt das Spiel richtig gut und ich merke, wie mich das Spiel immer wieder dazu treibt, noch eine Runde zu spielen und noch eine Runde zu spielen und das noch was freizuschalten ist, das dann auszuprobieren, was man freigeschaltet hat und immer so weiter. Und ja, also ich merke das hier, ich habe jetzt so 3-4 Stunden gespielt und ich merke das einfach, wie das Spiel einen immer wieder da reintreibt. Und ich möchte unbedingt den ganzen Upgrade-Baum freischalten, um alles zu probieren, wie gut wird man. Und also man merkt alleine jetzt schon, ich habe noch gar nicht so viel freigeschaltet und wie mächtig man wird. Am Anfang, die ersten Level, die sind so, nicht mega schwierig, aber man merkt schon, dass man jetzt nicht irgendwie übermächtig ist. Man kann ein paar Sachen bewegen, aber das war es dann auch schon. Hat die Pistole und ja, muss sich dann da durchkämpfen. Aber mit und mit wird man halt immer stärker und besser und ja, dann sind die ersten Level dann halt auch überhaupt nicht mehr schwer und gehen super leicht von der Hand. Ne? Ich weiß nicht, wie hoch der Wiederspielwert jetzt ist, wenn man einmal irgendwie durch ist. Ja, ich denke mal, wenn man einmal komplett alles freigeschaltet hat, ist einmal komplett durch mit der Story, dass dann ja eventuell vorbei ist und man wechselt zum nächsten Spiel. Ich hoffe, dass noch DLCs kommen, die eventuell dann auch ein bisschen bunter erscheinen. Da ist mit Sicherheit was möglich. Man geht in einen anderen Geist rein. Da sieht es dann halt anders aus. Und die Maps sehen mit der Zeit alle ein bisschen eintönig aus. Und man sieht natürlich auch immer wieder das gleiche Level. Die sind jetzt, die werden nicht immer neu komplett generiert, sondern sind immer gleich. Nur da, wo die Gegner spawnen. Diese Punkte sind halt anders. Und ja, ob das jetzt die Abwechslung bringt, weiß ich nicht. So, wenn man jetzt neu ist, man will unbedingt komplett einmal durchrushen. Einmal komplett durch die ganzen Level und die Story beenden. Und das geht halt immer nur, wenn ich die ersten Level immer und immer und immer, immer wieder spiele. Aber für mich war es jetzt überhaupt nicht schwer. Ich hatte irgendwie Bock drauf, halt den Talentbaum abzugraden und das alles auszuprobieren. Was meint ihr dazu? Ist das eventuell vom Spielspaß her überhaupt nicht eure Sache oder sagt ihr, boah, das ist genau das, was ich wollte? Also ich mag das, ich mag diese Roguelike-Games auch irgendwie. Man merkt ja auch, dass man auch immer besser wird, auch wenn man so einen Lauf mal hat und immer wieder diese Gimmicks dann sammelt. Und die sind ja auch immer unterschiedlich. Und man hat dann auch immer ein bisschen anderes, einen anderen Spielecharakter, sage ich einfach mal, weil der halt andere Fähigkeiten hat. Und das ja, das macht mir Spaß. Also ich weiß nicht, ob euch es genauso geht. Ich mag diese Spielart. Aber wer jetzt mit Roguelite gar nichts anfangen kann, der sollte schon dann sagen, okay, überlege ich mir nochmal. Also vom Kaufpreis 35,99 finde ich nicht zu teuer, auch wenn es jetzt 10 Stunden Spielspaß sind.
wenn es jetzt ein Vollpreisspiel wäre, so PlayStation Vollpreisspiel 60 bis 80 Euro, würde ich sagen, nee, Leute, auf keinen Fall. Aber ganz ehrlich, jetzt für 35,99 finde ich in Ordnung. Es ist ein cooles Spiel. Wir haben eine Spielmechanik, die wir so nicht haben sonst, ne? Mit dieser Telekinese, mit diesem Augentracking, dass ich wirklich einfach nur was anvisieren muss und dann kann ich schon diese Telekinetik benutzen. Also das ist vom Spielspaß her schon mega geil und zieht einen auch noch mehr in die Immersion rein. Und ich hoffe, dass sowas viel öfters ausgenutzt wird und auch benutzt wird von Entwicklern, dass wir so geniale Spielmechaniken öfter haben. Ja, Leute, also gerne eure Meinung unter die Comments. Da bin ich echt gespannt drauf, was ihr dazu sagt. Kommt am 4. Juli raus, exklusiv auf der PSVR 2. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Like raus. Abo-Button nicht vergessen, wäre echt nice, wenn ihr meine Arbeit dahingehend unterstützt und mir ein Abo dalasst. Tut euch nicht weh, kostet nichts und ihr unterstützt aber so meine Arbeit. Und ja, ich sage einfach mal Tschüss, Dankeschön. Bye.